herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut. Lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Den ersten Fehler, den die meisten machen, ist, mit dem Makler über seine Quotage zu diskutieren. Jetzt frage ich Sie als Angestellte, wenn Ihr Chef zu Ihnen käme und sagen würde, Frau Müller, wissen Sie was, ich kürze Ihnen jetzt mal das Gehalt um 20%. Was würden Sie dann sagen? Wären Sie dann in Ihrem Job irrsinnig motiviert und würden sich für Ihren Chef und die Firma richtig einsetzen? Sehen Sie? Das ist schon mal der erste Fehler, dass die meisten erstmal den Immobilienmakler versuchen zu drücken. Wie gesagt, manchmal ist es das auch nicht wert, aber ich versuche ja nur für Sie eine bessere Lösung hinzukriegen. Machen Sie es andersrum, setzen Sie den Bruder ein und sagen, alles klar, du kriegst deine volle Quotage, dafür setzt du dich aber beim Verkäufer für einen deutlich niedrigeren Kaufpreis ein. Ja, weil ob der jetzt bei 200.000 auf 10.000 Euro seine 6% nicht kriegt, das ist Pillepalle für den. Ja? Aber der hat eine Motivation, mit Ihnen schnell zum Notar zu gehen. Und der kann dem Verkäufer sagen, hey, ich habe einen Käufer, der will auch schnell zum Notar gehen. Ja? Dafür musst du aber nochmal ein bisschen runter im Kaufpreis. Ja? Ich will hier überhaupt keinen verteidigen, weil einige mich schon hier ganz böse angucken, dass ich Immobilienmakler verteidige. Nein, tue ich nicht. Ich versuche nur, die Denke von denen rüber zu transportieren und dass sie das nutzen. Ja? Der Makler, der will schnell beim Notar sitzen. Der Verkäufer normalerweise auch. Dann ist das Ding abgeschlossen. Und diesen Schwung können Sie nutzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!